Ich habe es heute mal ein bisschen umgestellt. Ruhig sitzen bleiben. Ja, weil ich ganz gerne ein paar Gedanken zu der gerade gehörten Lesung loswerden möchte. Als ich diesen Text sah, stand auch eine Kurzfassung im Raum und zur Verfügung. Und ich dachte, die Kurzfassung war zwar sehr kurz und schön kurz, aber schon so kurz, dass eigentlich das Schönste schon verloren gegangen ist. Und als Jürgen das gerade vorgelesen hat und Agnes so vor sich hinschmunzelte und lachte, wir hatten unheimlich viel Spaß im Vorfeld schon, als wir uns über diesen Text ausgetauscht haben, weil ich so auch für mich gemerkt habe, es gibt so Perlen in der Heiligen Schrift, die stehen da drin und man nimmt die überhaupt gar nicht wahr. Man hat die zwar in der Leseordnung immer wieder, greift gerne auf Kurzfassungen zurück, weil sie eben schön kurz sind und es war für mich so, als hätte ich diese Stelle noch nie gehört. Zumindest nicht in dieser Form. Ich fand es genial, wie Paulus da redet von dieses Bild vom Leib mit den unterschiedlichen Gliedern und dass es aber eben auch auf jedes Einzelne bewusst ankommt. Wie er dann so schön sagt, wenn das Auge zum Fuß sagt, du bist nutzlos oder so ähnlich, dann ist irgendwas schief. Dann passt das nicht. Und ich glaube, Jürgen, du wirst es mir bestätigen können, deine Augen sind nun mal jetzt nicht funktionsfähig, wie sie eigentlich sein sollten. Was würdest du machen, wenn deine Hand plötzlich sagt, ich bin kein Auge, ich mache es einfach nicht? Das wäre bitter, genau. Und so ist es doch gut, dass dieses Gesamtgefüge, dass da einer für den anderen einstehen kann und vielleicht sogar Funktionen übernehmen und kompensieren kann, die der eigentliche Körper aus welchen medizinischen Gründen auch immer plötzlich eben nicht zur Verfügung stellt. Eigentlich grandios, wie er dort eben von der Verbundenheit im eigenen Leib spricht, das aber auch gleichzeitig überträgt und auf unser Miteinander und unser Umgang untereinander. Dass wir alle im Grunde wie ein Leib sind und somit mit Christus verbunden sind als unterschiedlichste Glieder. Jeder hat seinen eigenen Platz, seine eigene Aufgabe und ist eben enorm wichtig im Gefüge des Ganzen. Und das eben auch noch ohne jeglichen Unterschied. Es spielt keine Rolle, wer wir sind, woher wir kommen, egal ob wir Juden, Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir eben durch diesen einen Geist mit diesem Jesus Christus, den wir Sonntag für Sonntag hier feiern, verbunden. Verbundenheit, Beziehung untereinander in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Alltags enorm wichtig und spürbar, sichtbar. Da ist das Miteinander in meinem eigenen Lebensumfeld, in einer Beziehung, in einer Familie. Da ist das Miteinander mit Einzelnen im Job, in der Schule, vielleicht sogar in einer anderen Form der Ausbildung. Und trotz alledem geht es um das große Ganze, das Miteinander in einem Gefüge von Gemeinschaft, von Gemeinde, von Stadt, von Land und Nation, ja sogar, vielleicht sogar auf Europa bezogen oder die ganze Welt. Immer und überall da, wo Menschen leben, soll deutlich werden, dass einer für sich alleine eben nicht bestehen kann. Wir Menschen, ob wir es wahrhaben oder wollen oder nicht, sind nun mal sozial geprägte Menschen, die auf das Miteinander, auf die Gemeinschaft hin eben ihr Leben gestalten. Ereignisse und Entwicklungen in einem kleinen Teil dieser Welt, vielleicht sogar in meinem eigenen Leben, beeinflussen und haben Auswirkungen auch auf das große Ganze. Denken wir doch an wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme, aber auch eben auf positive Entwicklungen. Eigentlich immer ist nicht nur ein kleiner Kern, ein Land oder ein Kontinent betroffen, sondern immer das große Ganze. Die Wissenschaft spricht dann von Globalisierung. Dieser Begriff, der der amerikanische Trendforscher John Nesbitt zwar nicht geprägt hat, aber 1982 mit einem seiner entscheidenden Bücher Megatrends überhaupt wieder ins Bewusstsein geholt und populär gemacht hat. Diese Globalisierung, sie bezeichnet eigentlich, dass man zunehmend weltweit verflechtet ist. In Wirtschaft, in Kultur,
in Politik, in Technik, in Kommunikation, aber auch in Umwelt und anderen Bereichen. Wie schnell das gehen kann, dass so ein kleines Ereignis eine große Wirkung hat, merken wir doch auch an der Corona-Pandemie. Ein kleines Virus, ursprünglich in Italien, hätte ich jetzt fast gesagt, ist ja auch wurscht, in China aufgetaucht. Die ersten Meldungen, ich weiß noch selber, ach ja Gott, China, weit weg. Wie schnell aber durch unsere Globalisierung, durch unser Reisen und von einem Ort zum anderen düsen können, war dieses Virus eben nicht nur plötzlich in dieser weiten Ferne, sondern auch bei uns angekommen. Eine Karnevalsveranstaltung geriet in Verruf und plötzlich war das Virus nicht nur in Deutschland, in den Ländern Europas, sondern weltweit spürbar. Denken wir daran, wie schnell ein einzelnes Schiff, was querhängt in einem Kanal, für Auswirkungen haben kann. Plötzlich waren Lieferketten unterbrochen und über Wochen der Suezkanal verstopft. Nichts ging mehr und man überlegte, wie kann Versorgung trotz alledem weitergehen. Halbleiterkrise. Ich habe im September Anfang, Mitte ein Auto bestellt. Ich habe jetzt mal gehört, dass es eingeplant wurde, plötzlich sogar in die Produktion ging. Aber lange Zeit war überhaupt nicht sicher, wann dieses Auto gefertigt werden kann, weil eben überall kleine Chips und Halbleiter drin sind, die einfach nicht lieferbar waren in dem Umfang. Die Autoindustrie klagt ohne Ende, Lieferzeiten nicht nur von einem halben, sondern auch bis zu anderthalb Jahre oder länger, je nach Modell, sind möglich. Auch das zeigt Auswirkungen unserer Globalisierung. Außer bei der Wirtschaft sehen wir es doch auch bei Umweltproblemen, Klimaveränderung und all das, was damit einhergeht. Über alle politischen Grenzen weltweit, über Kontinente hinweg, sind die Auswirkungen unseres Lebensstils eben sichtbar und spürbar. Deswegen macht es auch Sinn, eben diese Probleme nicht nur national anzugehen, sondern auch immer groß zu denken, international und weltweit. Um diese Verflechtung anschaulich zu machen, würden wir, wenn wir an unsere Lesung zurückdenken, vielleicht andere Bilder nehmen. Wir würden vielleicht eher technische, wirtschaftliche, technische Konzepte in den Mittelpunkt stellen, aber ich finde es genial, dass Paulus eben bei uns selber anfängt, an unserem eigenen Körper, mit den vielen Gliedern. Jeder von uns hat eben diesen Körper, hat wahrscheinlich schon mehrmals gemerkt, das ein oder andere will nicht so, wie ich es möchte. Wenn es hier drückt und hinten zwackt und vorne beißt, gibt es unterschiedliche Mittelchen, die helfen. Aber letztendlich merkt man ja, ich als Mensch leide bei jeder Einschränkung, bei jedem Wehwehchen gleich mit. Es gibt die Mittelchen, Gott sei Dank, die helfen. Es gibt auch inzwischen Hilfsmittel, die eben helfen können, wenn das ein oder andere Körperteil nicht mehr funktioniert oder eben auch sogar abhanden gekommen ist. Man könnte fast sagen, man tauscht das ein oder andere einfach mal aus. Aber letztendlich kommt es auf das Gesamt an. Paulus will nicht nur eben seiner Gemeinde in Korinth, sondern auch uns heute sagen, dass es im Bild gesprochen, diese verschiedenen Glieder und dem einen Leib, dass es um jeden Einzelnen von uns geht, mit seinem eigenen Dasein, mit seinem eigenen Leben. Er sagt ja auch, es kann nicht jeder alles und es kann nicht jeder Zungen reden, es kann nicht jeder heilen, es kann nicht jeder predigen, sondern jeder soll sich das rauspicken und das tun, was seiner eigenen Begabung entspricht und da in dieser Form sich einbringen. Es geht darum, Leben zu gestalten, nicht nur das Miteinander, sondern auch unseren Glaubensleben. Und Baustellen, glaube ich, gibt es da genügend. Wie schnell wird immer wieder gerne gesagt, aufgrund des Priestermangels, es ist wichtig und schön, neue Gottesdienstformen zu finden, diese in die Gemeinde hineinzutragen. Dann kommt aber sehr schnell irgendwelche Einschränkungen, das darf dann nicht sein und hier nicht sein und eine Frau einer Eucharistiefeier vorstehen, das geht schon mal gar nicht und.
Es geht, glaube ich, um mehr. Es geht nicht darum, Löcher zu stopfen, sondern dass jeder Getaufte und jede Getaufte an dem Ort, wo sie steht, diese Gemeinde mitprägt, nach seiner eigenen Befähigung und nach seinen eigenen Stärken. Es geht darum, zu zeigen, es geht ums Ganze, ums Miteinander. Vielmehr sollten wir doch viel auch eben gerade in diesem Bereich darauf hinweisen, dass eben diese Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Glieder sonst in die Schieflage gerät. Und wie oft wird in unserer Kirche betont, es gibt das allgemeine Priestertum aller Getauften. Aber wenn es dann um Gottesdienste geht, wird sehr schnell eng geführt auf die priesterliche Form. Ist es dann nicht nur ein Lippenbekenntnis? Wenn wir das Bild von den verschiedenen Körperteilen, die zusammenwirken, uns vor Augen halten, können wir das nicht auch auf unser Miteinander über unsere Konfession hinweg, Grenze hinweg und hinaus denken? Wenn wir an das Miteinander unserer vielen christlichen Geschwister denken, in unterschiedlichen Kirchen und Gruppen? Egal, ob groß oder klein, alt oder jung, bekannt oder unbekannt, Sie alle, wir alle, sind Glieder dieses einen Leibes, immens wichtig also. Auf allen Seiten und Ebenen gibt es aber immer wieder dann auch Einschränkungen, Standesdünkel und das, was gleich wieder das Miteinander erschwert. Ich glaube, unserer Kirche, unseren Gemeinden wird es guttun, immer wieder neu Jesus selbst und auch diesen Gedanken von Paulus vielleicht wieder neu in den Mittelpunkt zu stellen, sich daran zu orientieren, daran Maß zu nehmen. Oftmals wirkt es doch eher so, dass einzelne oder kleine Gruppen ganz genau wissen zu meinen, was gerade wichtig und nötig ist. Wer von uns kann das aber wirklich behaupten? Wer von uns kann beurteilen, wer dazugehören darf und wer nicht? Viele Glieder, eine Anzahl von unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen, all das soll die Gemeinschaft prägen und gestalten, aufbauen. Und was ist, wenn es mal nicht so funktioniert? Paulus sagt, wenn eins der Glieder leidet, leiden die anderen mit. Ich muss da gerade bewusst auch nochmal an die vergangene Woche denken. Wo ist dieses Mitleiden mit denen, die an Kirche verzweifeln oder mit Kirche verzweifeln? Fast 500 Opfer von sexualisierter Gewalt sind in München in der Pressekonferenz nochmal deutlich gesagt worden, stehen im Hintergrund dieses Gutachtens. 1000 Seiten, die das deutlich machen, oder über 1000 Seiten. Fast 500 Opfer, die nur das Bistum München-Freising zu bieten hat. Das darf man nicht vergessen, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und was ist mit Verantwortlichen? Ich habe den Eindruck, sie winden sich, schreiben 82 Seiten einer Rechtfertigung, wo Dinge drinstehen, wo ich mit dem Kopf schüttel, was alles nicht Missbrauch sein soll. Aber mal wirklich, wie man im Ruhrpott sagt, den Arsch in der Hose zu haben, zu eigenen Fehlern zu stehen, keine Spur. Und daran leide ich als Glied dieser Kirche und viele mit mir. Gerade Opfern, und täte es gut, wenn solch ein Zeichen endlich mal käme. Ja. Wir sind nun mal Menschen. Wir machen Fehler und manches ist in der Vergangenheit eben auch anders bewertet worden. Aber wenn nach heutigem Stand eben Dinge aus der Vergangenheit als nicht tragbar und falsch gedeutet und auch so bewertet werden müssen, wie kann man sich dann heute hinstellen und das Ganze immer noch irgendwie gutreden oder versuchen, platt zu drücken? Ich wünsche uns als Kirche, als Christenheit eigentlich nichts anderes, als dass wir mit diesen unterschiedlichen Befähigungen und Gaben unser Leben gestalten, auch zu Fehlern stehen und das öffentlich bekunden und vor allem dann den Leidenden, die auch vielleicht mit uns, denen wir Leid zugefügt haben, als Institution oder sogar als Täterin oder Täter, dass wir diesen zeigen, wir
kämpfen für euch. Wir stehen euch an der Seite und wir treten ein, dass euer Schreien Gerechtigkeit nach Gerechtigkeit endlich Gehör findet und ihr entsprechend auch euren Standpunkt dann vertreten bekommt. Das ist mein Wunsch an Kirche. Und ich finde, da sagt uns die Lesung heute vieles mit, gibt uns da vieles mit auf den Weg, wie das geschehen kann. Eigentlich nur, indem jeder das tut, was er kann und auch eben das wahrhaftig tut und so durch Christus gestärkt wird in seiner Verbundenheit. Amen.